So, meine lieben Zuschauer, da wollen wir direkt nochmal durchstarten zum DAX, zur DAX-Beschau am heutigen Tag. Und wir haben gesehen, dass der DAX ja gestern die eingeleitete Erholung weiter fortgesetzt hat. Mit einem Tagesgewinn von 2,4% ging der Index aus dem Handel. Und wir sehen hier im Stundenchart gestern die mögliche Option eigentlich, berechtigterweise hier im Sinne des übergeordneten Short-Momentums einzudrehen, negativ einzudrehen, aber es gab im Prinzip keine signifikanten Umkehrsignale, bis auf diese Stundenkerze hier um 1400, also vor dem US-Handel. Aber die Indikationen im US-Handel deuteten ja schon eine positive Öffnung an und dann setzte sich das Ganze entsprechend eben dynamisch weiter fort. Und der DAX hat es tatsächlich geschafft, hier diesen Abwärtstrendkanal, diesen abwärts gerichteten Trendkanal hier nach oben hin aufzulösen. Auch den Widerstandsbereich hier knapp über 11.200 Punkte zu überwinden. Und das Niveau wurde auch in der Asia- und Night Session hier stabil in der 24-Stunden-Indikation verteidigt. Wir sahen dann heute zum Auftakt direkt nochmal eine Explosion nach oben. Sind jetzt auch oberhalb des Wochenpivotpunktes und der graue Pfeil ist nunmehr aktiv. Keine Frage, der Markt hat den Ausbruch vollzogen, scheint bereit für Zugewinne. Die Konsolidierung ist zunächst beendet, beziehungsweise vielmehr die Abwärtsbewegung. Und jetzt steuert der DAX meines Erachtens hier in Richtung 11.500 Punkte hin. Da liegt das Vorwochenhoch und das ist definitiv ein Niveau, was der DAX ja vielleicht heute, man beachte wieder die Range, aber durchaus am morgigen Handelstag erreichen könnte. Und dann wäre das natürlich eine relativ gute Woche für den DAX. Also wir sehen hier, wenn wir mal aus dem Stundenchart rausgehen, dass hier das neue Wochentief, und das ist hier die aktuelle Wochenkerze, dass hier das neue Wochentief gekauft wurde. Allerdings hier, wir sehen es auch im Wochenchart, haben wir noch eine übergeordnete Abwärtsstruktur, die allerdings sich jetzt schon in Wohlgefallen auflösen könnte. Für alle Fibonacci-Fans zaubere ich mal kurz die Fibonacci-Levels in den Markt, in den DAX sozusagen hinein. Die logarithmische Struktur. So. Und jetzt haben wir es. Da sehen wir, dass hier noch nicht mal 38% des Aufwärtsimpulses seit Oktober abgearbeitet wurden. Obgleich beim 23,6er Level wir das jetzt wieder zurückerobern. Und insofern, wenn der DAX jetzt wirklich weiter raufzieht, dann haben wir hier eine Minimalkorrektur seit dem Aufwärtsimpuls vom Oktober vollzogen und der DAX dürfte neue Hochs anstreben. Doch der Weg ist längst noch nicht so offen, wenn wir uns hier gerade den Tageschart anschauen. Ja, hier ist nämlich auch die im Wochenchart ersichtliche Abwärtsstruktur des Abwärtstrendkanals seit dem Allzeithoch hier noch intakt. Und wir haben jetzt lediglich diesen kurzfristigen, sehr steilen Abwärtstrendkanal nach oben aufgelöst. Wir befinden uns jetzt hier in dieser Stauzone 11.350, 11.400 Punkte. Und da kommt es jetzt drauf an, gerade vor dem Hintergrund mit Rückblick hier bis in den März hinein, dass der Index jetzt hier drüber hinaus rauszieht. Vorwochenhoch, wie gesagt, im Bereich 11.500 Punkte. Und wenn wir jetzt hier eine ähnlich starke Kerze wie in dem gestrigen Tag hinlegen, es müssen keine 2,4% sein, aber ähnlich stark eben, dass wir hier nach oben rausziehen über 11.400 Punkte, dann wäre das für den DAX sicherlich ein Freifahrtsschein, neben 11.5 hier diese obere Abwärtstrendkanallinie dann auch zu attackieren. Und da entscheidet sich praktisch als nächstes, ob der Index hier weiter aufdrehen kann oder dann doch innerhalb dieser nach wie vor intakten Abwärtsstruktur doch nach unten kippt. Wir dürfen nicht vergessen, die Sommermonate sind eher schwächer ausgerichtet, insbesondere der August. Das ist natürlich noch ein Stück weit hin, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wie der DAX hier ins neue Handelsjahr gestartet ist. Insbesondere eben seit Oktober letzten Jahres sehen wir hier in Form dieses großen Aufwärtstrendkanals und eben hier der Performance von knapp 50% in rund 6 Monaten oder 4.000 Punkten. Das ist schon eine wirkliche Hausnummer und wie gesagt, von dahin ja, ausgehend haben wir jetzt aktuell gerade mal eine Minimalkorrektur vollzogen, die aber, wenn die Marktteilnehmer weiter bullisch bleiben, sich natürlich durchaus weiter fortsetzen kann. Schauen wir jetzt nochmals auf den DAX in der Beschau der Daily Charts. Kleiner Augenblick. Da haben wir ihn auch schon. Um sozusagen hier, gehen wir mal in den H1, die Ranges und dergleichen abzufassen. Und da sehen wir hier sehr schön, wie der Markt hier nach oben zieht und jetzt hier seine Range, da sehen wir auch wieder die Range, die ist ein Stück weit gestiegen, der RR Value. Da haben wir heute
auf den Tag bezogen ein maximales mögliches Hoch im Bereich von 11.443 Punkten. Das wird spannend, aber ein eigentliches Ziel liegt hier beim Vorwochenhoch. Wenn der Markt hier nochmal richtig auftritt, dann wäre das auf jeden Fall eine Zielzone. Andererseits sollte sich der DAX tunlichst jetzt im Bereich von 11.300 plus Punkten stabilisieren. Geht er denn nämlich unter dieses Level zurück, und das sieht man hier sehr schön aufgrund dieser Horizontalebenen, dieses Horizontalcharts, dann wäre hier relativ zügig unterhalb von 11.3 auch nochmal ein Touch von 11.250 Punkten denkbar. Und ja, wenn dieses Niveau nicht gehalten werden kann, dann muss man davon ausgehen, dass hier das Vorwochentief, der heutige Pivotpunkt und natürlich auch das Vortagestief hier touchiert werden sollte. Sehen wir hier sehr schön. Wir haben hier praktisch eine Bündelung inklusive dieser Horizontallinien hier des Marktes. Und hier ist der DAX grundsätzlich sehr gut abgesichert für den Fall, dass es Rücksetzer geben sollte. Aber es sieht, wie gesagt, alles bullisch aus. Auch hier die Trendindikation weist mit plus 60% auf ein weiteres positives Momentum hin. Der DAX dürfte dementsprechend weiter ansteigen. Nach dem starken Aufwärtsimpuls ist sicherlich eine Seitwärtskonsolidierung möglich, aber 11.443 rein von der Range her ist möglich. Und dann auch, da gehen wir jetzt nochmal kurz hier in diesen Guidance-Analyse-Chart, sicherlich auch das Vorwochenhoch im Bereich 11.515, 11.500 Punkte. Das muss man anerkennen. Und hier, wie gesagt, das Level 11.300, 11.288 Wochen-Pivot-Punkt, das sollte ja nicht drunter fallen. Das ist schon ein wichtiges Level, welches der Index jetzt halten sollte im Falle von Rücksetzern, um eben hier weiter aufzudrehen. Gut, hier haben wir noch einen kleinen Supportbereich, ehemaliger Widerstandsbereich 11.220. Da gilt es natürlich auch hier spätestens wieder aufzudrehen, aber unterhalb von 11.300 Punkten, unterhalb von 11.290 speziell, hat der DAX doch schon eine gewisse Schwäche, die dann hier gefährlich werden könnte, um nicht zu sagen, dass der DAX dann eben hier 11.2 noch ein Stück tiefer abtauchen könnte. Aber dafür gibt es aktuell keine Indikation. Der Markt scheint weiter aufdrehen zu wollen. Die ersten Schritte sind gestern vollzogen worden und insofern warten wir mal ab, was passiert, wenn wir wirklich die 11.420/11.500 Punkte erreichen. Was der DAX dann macht, dann ist es nicht mehr weit bis zu dieser oberen Trendkanallinie auf Tagesbasis und dann wird es wirklich spannend, wie der Index sich dann dort verhalten wird. Aber die Bullen scheinen jetzt zurück. Warten wir ab, wie weit es geht. Aktuell kann man sich vorstellen, dass wir hier noch ein Stück weit aufdrehen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den DAX, für die DAX-Beschau. Nachher gibt es noch was zum US-Markt und natürlich auch noch die ein oder andere exklusive Analyse. Ich sage danke erstmal fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Und tschüss.